wir sind wieder zurück in Let's Test Aura Kingdom. Wir platzieren jetzt die Urne hier und müssen natürlich da erstmal die Stammespatrouille wahrscheinlich eliminieren. 10 Stück davon. Dass wir es auch ungestört tun können. Wo ist die Fee? Ist die ja nicht noch dabei oder nicht? Ich weiß gar nicht. Egal, kommen wir auch gut ohne zurecht. Kampfbeginn, ja, interessiert mich auch nicht. Nee, schade, die Fee ist nicht mehr dabei. Der Oma vielleicht jetzt endlich. So, 1 zu 10. 10 Glück im Zustand mal wieder herstellen. Zustand machen wir da schon noch gut mal. Immer diese Erfahrungssteine, die sich echt mal anbringen. Wobei das ja jetzt echt noch nicht so wichtig ist. Wobei wir gerade nicht mehr so schnell Level abkommen für das Spiel hier. Aber so allgemein geht es schon noch ziemlich schnell. Ja, 7 von 10. Holen wir uns gleich mal, komm. Sei doch noch fertig machen, gut. Dann einfach weg. 9, nur noch ein. Können wir mal gucken, wo wir die platzieren müssen hier. Machen wir es doch gleich. Okay, was geht denn jetzt? Verstecken wir uns, was passiert da? Und jetzt? Okay. Keine Ahnung, was da drin sein soll, ja? Guck doch mal rein. Kann nichts tun. Okay, jetzt bringe ich es zum Lagerhaus. Okay, das ist also so ein Art trojanisches Pferd gewesen jetzt. Jetzt. Ja. Gut, können wir gute Nachrichten berichten. Alles hat funktioniert, genau. Oh, Belohnung mehr. Nehmen wir nochmal auf Ruhe. Können wir das nur einmal verstärken? Ja, können wir noch einmal benutzen. Also machen wir das so. Gehen wir voll auf Waffen hier. Stammeskrieger und Stammesältesten, also wir haben es jetzt so auf den Stamm abgesehen, wie es scheint. Also die Piraten sind jetzt ja Geschichte, aber jetzt haben wir 9 größeren Gegner. Dieser Stamm hier, der macht uns zu schaffen. Da wo die Krieger hier sind, da sind sie doch schon. Oh Mann, sie sind zum Schluss immer ein bisschen länger anhalten, ja. Ups.
lassen beide tot. Kommt mal alle her. Und jetzt zack. Durch sie alle. Wer weiß. Nee, schon. Aber der kriegt auch kaum Damage von dem her. Kein Problem, alles. Hier hat er zu viel Damage, aber ist ja eher auf Support und weniger auf Damage ausgelegt in Heiland. So, die Krieger haben wir erledigt. Müssen wir uns doch tatsächlich nochmal kurz hinsetzen, ein bisschen. Ach komm. Reicht schon. Für den Stammesältesten, da gehen wir nochmal. Oh, was ist das hier? So ein Roboter Level 25, gehen wir einfach mal vorbei. Dann kümmern wir uns direkt um die Stammesältesten. Dann mit irgendeinem Ritual beschäftigt sind. So. Die hätten wir erledigt. Level 25, okay. Ja, dafür sind sie halt nicht so stark. Beschädigter Stoff. Kann an Händler verkauft werden, da. Nur noch zwei brauchen wir. Und dann haben wir den Rest auch schon wieder. Dann dürfte dieses Dorf schon krass geschwächt sein. Was ist das vom Roboter an? Der halt schon down ist, ohne dass wir überhaupt was groß gemacht haben. Okay. Dann los geht's. Wieder zurück und dann schon wieder Level up. Da haben wir in diesem Part 2 Level es geschafft. Glaube ich. Oder war es im letzten Part? Ja, ich glaube es war im letzten Part. Egal. Wir haben Level 24, dann kriegen wir den neuen Skill. Ja. Ups. Ja. Gibt's da noch? Ah, okay, jetzt müssen wir wahrscheinlich Hacker spielen, genau. Ist ja an dem Lager. Wir werden im Hintergrund halt noch voll fertig gemacht, aber egal. Ja, toll. Kann halt noch kaum leben. Ja, ist eigentlich scheißegal, wie viel HP wir haben. Kommen wir da vielleicht rüber? Wahrscheinlich. Doch. Gut. Dann müssen wir die Sachen hier sammeln. Ach, das läuft schon. Diese dummen Roboter hier. Aber ich finde gar nicht alle. Hast du nichts? Ja, das haben wir doch schon.
Toll, das führt uns immer nur zum Gleichen, das ist natürlich ein bisschen blöd. Na, gucken wir mal ein bisschen weiter. Weil da wird da wahrscheinlich dann nichts mehr sein, müssen wir irgendwie an dem vorbeikommen. Ah ja, da ist noch was zum Beispiel. Puh. Wo denn noch? Ach, da ist noch einiges. Vielleicht gibt es ja auch mehr als wir brauchen, das wäre auch geschickt. Nur noch ein, ah, da hinten. Jawohl. Natürlich gut. Ah, perfekt. Optimal, jetzt haben wir es schon. Geschafft, yeah. Dürfen wir noch eigentlich wieder spielen dürfen? Ja. Gut. Wir haben es geschafft. Wir haben den Stamm geplündert. Wie es weitergeht, sehen wir im nächsten Part. Bis dann. Tschüss.